Weil ihr, Freunde, und 62 Millionen andere Amerikaner mir in diesem Augenblick zuhören, weil weniger als 3% von euch Bücher lesen, weil weniger als 15% von euch Zeitung lesen, weil die einzige Wahrheit, die ihr kennt, die ist, die aus dieser Röhre kommt. Heute existiert schon eine ganze Generation von Menschen, die nie etwas kennengelernt hat, was nicht aus dieser Röhre gekommen ist. Diese Röhre ist das Evangelium. Die letzte Offenbarung. Diese Röhre kann krönen und stürzen. Präsidenten, Päpste, Premierminister. Diese Röhre ist die gefährlichste, furchterregendste, gottverdammte Macht in dieser gottlosen Welt. Und wehe uns, wenn sie je in die Hände falscher Leute kommt, Freunde. Also hört mir zu. Hört mir zu. Das Fernsehen ist nicht die Wahrheit. Das Fernsehen ist nichts weiter als ein gottverdammter Rummelplatz. Das Fernsehen ist ein Zirkus, ein Jahrmarkt, eine reisende Truppe von Akrobaten, Märchenerzählern, Tänzern, Sängern, Jongleuren, Abnormitäten, Löwenbändigern und Fußballspielern. Das Gewerbe ist da, um die Langeweile zu vertreiben. Wenn ihr die Wahrheit wollt, geht zu Gott, weil das die einzige Stelle ist, wo ihr jemals die wirkliche Wahrheit finden könnt. Oh Mann, von uns werdet ihr nie die Wahrheit hören. Wir erzählen euch alles, was ihr hören wollt. Wir lügen wie die Teufel. Wir erzählen euch, dass Kojak immer den Killer erwischt. Und dass nie jemand Krebs hat bei Archie Bunker zu Hause. Und egal, wie tief der Held in Schwierigkeiten steckt, keine Angst, schaut nur auf die Uhr. Am Schluss der Sendung wird er gewinnen. Wir erzählen euch jeden Scheiß, den ihr hören wollt. Wir handeln mit Illusionen. Nichts davon ist wahr. Aber ihr, Freunde, ihr sitzt da Tag für Tag, Abend für Abend. Alle Altersgruppen, Hautfarben, Glaubensbekenntnisse. Wir sind alles, was ihr kennt. Ihr fangt an, den Blödsinn zu glauben, den wir hier verzapfen. Ihr fangt an zu glauben, dass die Röhre die Wirklichkeit ist und euer eigenes Leben unwirklich ist. Was immer die Röhre euch auch sagt, ihr tut es. Ihr zieht euch so an, ihr esst so, ihr erzieht eure Kinder so. Ja, ihr denkt sogar wie die Röhre. Das ist Massenwahnsinn, ihr Verrückten. Im Namen Gottes, ihr Menschen seid die Realität. Wir sind die Illusion. Also schaltet eure Fernseher aus. Schaltet sie aus. Schaltet sie auf der Stelle aus. Dreht sie ab und macht sie nicht wieder an. Dreht sie ab mitten im Satz, den ich jetzt sage. Habt ihr verstanden? Dreht die Apparate ab! Es gab eine Stadt namens Menschenseele, die nach dem Bildnis des Königs erbaut wurde, die er auch gegründet hat. Und diese Stadt ist geschützt von einer festen, dicken und unüberwindbaren Mauer. Und es führen einzig und allein nur 5 Straßen in diese Stadt, in das Zentrum dieser Stadt. Und durch diese 5 Tore konnte man ein- und ausgehen. Und diese 5 Tore waren auch bewacht durch Wächter. Und diese 5 Tore der Stadt Menschenseele haben je einen zugeordneten Namen. Das erste Tor ist das Augentor. Das zweite Tor ist das Ohrentor. Das dritte Tor das Fühlen. Das vierte Tor ist Nasen- oder Riechtor. Und 5... Was bleibt noch übrig? Der Mund. Diese 5 Tore korrespondieren mit unseren 5 Sinnen, mit unseren Gedanken, mit dem, was wir sind. Und wie ich schon sagte, werden diese 5 Tore von Wächtern bewacht, die alles und jeden kontrollieren, was hinein oder hinausgeht aus dieser Stadt. Und diese Wächter haben auch eine bestimmte Ausbildung gehabt, um genau unterscheiden zu können, was erlaubt ist, in die Stadt hineingehen zu dürfen. Und was erlaubt ist, aus der Stadt hinausgehen zu können. Und in dieser Stadt gibt es, wie wir sagen würden, 3 führende Verantwortliche. Da gibt es zum Beispiel den Bürgermeister des Verstandes. Dann gibt es eine zweite Autoritätsperson, das war der Stadtschreiber des Gewissens.
Und der dritte war der Minister für alle anderen Angelegenheiten, der Minister, der Wunsch wird zum Willen. Doch da gibt es einen Feind, der versucht, durch diese fünf Tore irgendwie Einzug zu finden, irgendwie ein Schlupfloch zu finden, in diese Stadt hineinzukommen, um sie zu erobern. Damit er dort regieren kann und dort seine Herrschaftsmacht ausführen kann. Und irgendwie schafft es dieser Feind durch listige Kunstgriffe, eines dieser Wächter unter seine Kontrolle zu bekommen. Und somit erhält der Feind automatisch auch die Kontrolle über dieses eine Tor, in der er jetzt bestimmt, was hinein und was hinaus darf. Und durch diese Tat wurde der Verstand des Bürgermeisters in Dunkelheit verhüllt. Der Stadtschreiber des Gewissens wurde wahnsinnig und fing an, das komplette Gegenteil zu tun, als was er sonst tat, und stiftete andere noch damit an. Und der Minister, der Wunsch wird zum Willen, verlangte es nun mehr, dem Feind zu dienen, als Gehorsam zu leisten gegenüber dem König, der eigentlich der Besitzer dieser Stadt ist. Der Rest der Geschichte handelt dann von dem Sohn des Königs, der von der Eroberung der Stadt hörte, sich aufmachte, um die Stadt wieder zurückzugewinnen und alle Bewohner der Stadt zu retten und sich am Ende dafür selbst opferte. Wer dieses Buch schon mal gelesen hat, The Holy War von John Bunyan, wird sofort merken, dass diese Geschichte letzten Endes eine vortreffliche Parallele zwischen der Stadt namens Menschenseele und uns betrifft, nicht wahr? Mit unseren fünf Sinnen. Alle fünf Sinnen, diese fünf Hauptstraßen, führen letzten Endes zu unserem Herzen, zu unseren Gedanken, wie die Bibel sagt, zusammen. Und Gedanken und Gefühle werden ja auch von unseren Gedanken oder von unserem Herzen, Emotionen, gesteuert. Jeden Tag sind wir unseren Sinnen ausgesetzt. Wir müssen nur hinausgehen in die Stadt, in Einkaufsläden und schon werden wir berieselt von allen Seiten. Alles, was fürs Auge ist und alles, was fürs Ohr ist. Das für allein schon der Geruch durch die Straßen zu ziehen von diesem Dönerladen oder von diesem Chinesen, ja, also da wird ständig auch der Appetit angeregt. Egal, wo wir uns befinden, die Sinne werden ständig angeregt. Viele Reize nehmen wir schon gar nicht mehr wahr, zumindest nicht mehr so bewusst, weil es eben zu viele davon gibt. Und so wie in der Geschichte sind auch wir laut dem Neuen Testament der Tempel Gottes. Eine Stadt, die nach seinem Bildnis gegründet wurde. Wir hatten sie ja heute in der Lektion, nicht wahr? Wir sind ein Abbild von Gott. Und ebenso wie es einen Feind gibt, der versucht, diese Stadt zu erobern, durch unsere Sinne, versucht auch letzten Endes Satan durch präzise chirurgische Eingriffe unsere Sinne zu erobern. Und am besten noch die Wächter, diese Eingang bewachen, zu umgehen. Nun, der Spiegel hat sich vor wenigen Jahren sich mal mit dieser Thematik beschäftigt. Der Triumph der Sünde. Und es hat mich aufhorchen lassen wie ein so säkulares Titelblatt oder Magazin überhaupt von Sünde sprechen kann, weil es ja sowieso mit Religion nichts am Hut hat. Aber interessant ist, was dort steht. Da gab es laut dem Spiegel einen Katalog einschlägiger Sünden, die differenziert wurden. Also zum Beispiel, es gibt eher kleine Sünden wie das üppig belegte Frühstücksbrot, mittelschwere Sünden wie die Missachtung von Verkehrsvorschriften, größere Sünden wie Alltagslügen im Arbeitsleben und wirklich schlimme Sünden wie Missbrauch oder Mord. Das ist so aus der Sicht der säkularen Welt, wie Sünde in der Welt gesehen wird, katalogisiert. Von klein bis mittelschwer bis ganz schwere Sünden. Interessant aber ist, dass bei seinen Recherchen von diesem Redakteur in der über den zumeist vergeblichen Kampf der Menschen gegen die Sünde zahlreichen Anfechtungen des Alltags herausfand, dass die Sünde aus der öffentlichen Rede verschwunden ist. Sie habe kein metaphysisches Gewicht mehr. Also wenn wir nochmal drüber nachdenken, dass die Sünde, der Begriff Sünde und die Bedeutung der Sünde aus den Gedanken der Welt schon so weit weggedrängt worden ist, dass sie kein metaphysisches Gewicht mehr hat. Was bedeutet dann noch Sünde für die Welt?
nichts. Wie kann es sein, dass laut diesem Spiegelbericht die Sünde in der Gesellschaft so aus der öffentlichen Rede verschwunden ist? Kein natürliches Gewicht mehr hat. Gibt es etwa keinen Kampf mehr gegen die Sünde und dessen Urheber und seinen Agenten? Ist denn die Stadt der Menschenseele eines jeden Menschen so erobert worden, dass es keine Rettung mehr für sie gibt? Wissen die Menschen überhaupt, dass es einen Kampf gibt, in denen sie selbst involviert sind? Wie viel braucht Gott umso mehr Menschen, die genau das noch hochhalten können, um sagen zu können, was Sünde ist und was nicht? Schaut mal mit mir in 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Und mit diesem Grundgedanken möchte ich mit euch jetzt hier durch die Predigt gehen. Das soll unser Fundament sein. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Und falls ihr es noch nicht angestrichen haben solltet, empfehle ich euch, diese Stelle zu markieren. Wunderbar. Dort heißt es, seid ihr angekommen? 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Dort steht, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht wärt. Gott fordert uns auf, zu prüfen, wo wir stehen im Glauben. Zu prüfen, ob Dinge, die in unserem alltäglichen Leben in der Herausforderung gegenüberstehen, ob wir dies durch die Kraft Gottes überwinden können oder nicht. Kämpfen wir mit eigener Macht und eigener Kraft oder bewirkt es Christus in uns? Das ist unser Vorteil, weil wir die Schrift kennen und wissen, wo wir anhand den Verheißungen Gott, sage ich mal, bitten können, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, um Überwinder zu werden, nicht wahr? Aber was ist mit den Menschen da draußen? Prüfen Menschen sich selbst, wo sie stehen? Und wenn ja, was ist denn ihr Gegenüber, woran sie sich messen und prüfen können? In der Welt gibt es viele Dinge, wo Menschen sich allein emotional sich beruhigt fühlen, wenn sie sich ein bisschen abgleichen können, dass sie doch nicht so schlechte Menschen sind wie gedacht oder wie andere Menschen von ihnen denken. Aber ich möchte ein Zitat von Ellen White vorlesen aus Zeugnisse Band 3, Seite 507, wo sie sagt, Menschen, die nicht den Plänen Satans zum Opfer fallen möchten, müssen Zugänge zu ihrer Seele gut bewachen. Sie müssen vermeiden, das zu lesen, zu sehen oder zu hören, was ihnen unreine Gedanken erregt. Der Geist darf nicht ziellos bei allem verweilen, was der Feind der Seelen und Herzen uns vorlegt. Das Herz muss im Glauben bewacht werden, sonst wird das Böse von außen auch im Inneren Böses erwecken und die Seele wird in Finsternis wandeln. Logische Konsequenz, nicht wahr? Heißt, umso mehr ich mich mit den Dingen beschäftige, die sowieso nur negativ und negativ und negativ ist, ja, was wird dann automatisch mit mir, mit meinem Denken, mit meinen Emotionen? Das beobachte ich auch manchmal, wenn ich in der U-Bahn sitze oder in der Straßenbahn sitze, morgens, ja, wenn die Menschen zur Arbeit fahren. Ja, was haben sie dann vor sich meistens, wenn es nicht gerade ein Buch ist? Die Zeitung. Na, sagt mir mal, ihr Lieben, stehen in der Zeitung gerade auf dem Titelblatt nur Positives? Schön wäre es, nicht wahr? Nein, das heißt, in der morgendlichen Einstellung zur Arbeit gehe ich schon mit negativen Emotionen ans Tageswerk. Und je nachdem, wie labil ich bin, fange ich mich dann doch noch auf oder nehme das in meinem Arbeitstrott noch mit hinein. Und am Ende des Tages bin ich schon so niedergeschlagen, dass ich am besten nur noch meine Ruhe haben will. Zu viel Negatives. In Familie, wie Gott sie meint, schreibt sie, jeder sollte seine Sinne behüten und bewachen, damit Satan sie nicht überwinden kann, denn sie sind Zugänge zur Seele. In Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Seite 268, schreibt sie noch, sehr interessant, Tagträumereien und Luftschlösser bauen sind eine schlechte und äußerst gefährliche Angewohnheit. Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, ist es nahezu unmöglich. Nochmal. Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, ist es nahezu unmöglich, diese Gewohnheit wieder abzulegen und die Gedanken wieder in eine geheiligte, reine und wertvolle Richtung zu lenken. Und dann sagt sie, du wirst ein sorgfältiger
sorgfältiger Wächter deiner Augen, Ohren und all deiner Sinne werden müssen, um schlechten, eitlen Gedanken vorzubeugen, damit sie nicht mehr deine Seele beschmutzen. Das kann nur durch die Kraft der Gnade geschehen, denn du bist in dieser Hinsicht schwach. Können wir uns das eingestehen, dass wir schwach sind? Wissen wir nicht, dass Jesus in den Schwachen mächtig ist? Und nicht zu glauben, ach, ich werde das schon irgendwie schaffen, mit Biegen und Brechen und Boxen. Das funktioniert nicht. Das ist dann ein Teufelskreis, buchstäblich. Aber sie sagt, durch die Inspiration des Heiligen Geistes, dass wir Wächter benötigen. Habt ihr mal genau hingehört, welches der zwei Sinne sie ganz besonders hervorgehoben hat? Augen und Ohren, nicht wahr? Augen und Ohren sind die am meist angegriffensten Sinne des Menschen und somit die Gedanken und das Herz zu erobern und zu verändern. Schaut mal in Jakobus Kapitel 1. Wir werden heute einige Texte lesen. Ich hoffe, ihr habt eure Finger gut trainiert, um die Seiten schnell blättern zu können. In Jakobus Kapitel 1 lesen wir gemeinsam die Verse 13 bis 15 und dort spricht es von der Begierde. Dass wir mal hier ein Beispiel sehen. In Jakobus Kapitel 1, Verse 13 bis 15, dort steht: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Dass das mal absolut klar ist. Gott versucht niemanden. Er lässt aber gewisse Dinge zu, damit wir, wie wir gelesen haben, 1. Korinther, prüfen können, wo wir stehen. Wo wir Dinge überwunden haben durch die Kraft Gottes und wo wir die Gnade Gottes noch benötigen, um auch noch andere Dinge überwinden zu können für unser Leben. Im Wachstum der Heiligung. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Was sind jetzt eigene Begierden? Haben wir Menschen? Zum Beispiel, genau. Ich meine, haben wir Begierden? Schon, oder? Wir haben Begehren, oder? Die Frage ist nur, was ist das Begehren? Sind es materielle Dinge? Sind es Menschen, die wir begehren? Oder ist es wirklich danach zu begehren, mit Christus im Himmel vereint zu sein? Danach, worauf ich mich ausrichte, das soll doch mein Begehren sein, nicht wahr? Aber es liegt doch nur an uns, ob wir es wollen oder nicht. Ihr kennt das Beispiel in Matthäus 5, wo Jesus darauf einging. Wir können es ruhig aufschlagen. In Matthäus Kapitel 5. In den Versen 27 bis 29. Matthäus 5, Kapitel 27 bis 29. Ein weiteres Beispiel. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus bezieht sich natürlich darauf, was ihm in den 10 Geboten steht. Aber Jesus bleibt hier nicht stehen, sondern er geht nochmal weiter. Er sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Jesus wird hier nochmal ganz klar und deutlich, wenn wir in unseren Gedanken schon gewisse Begierden haben, die Gott nicht möchte, dass wir sie als Begehren für uns in Anspruch nehmen, begehen wir Sünde. Also wo fängt also Sünde an? Schon in der Tat oder wenn Satan in der Begierde einhaken konnte und jetzt ziehen kann? Das heißt, wenn ich in meinem Denken Begierden habe, wo Satan einhaken kann, dann wird mich Satan immer von Gott weiter wegziehen. Sind meine Begierden aber gereinigt und nach dem ausgerichtet, was Gott möchte, was ich begehren soll, hat Satan keine Chance, einen Haken einzugreifen. Geht nicht. Deswegen müssen wir prüfen, wo wir stehen und prüfen, ob Jesus Christus in uns ist, in unseren Gedanken. Schaut mal, ein weiteres Beispiel, Matthäus 12. In Matthäus Kapitel 12, in den Versen 33 bis 35. Matthäus Kapitel 12, 33 bis 35. Dort steht: Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut. Oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum.
Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz das Böse hervor. Und ihr Lieben, wir wissen, dass am Ende der Zeit es wirklich nur noch zwei Menschengruppen geben wird, nicht wahr? Die, die Gutes tun werden und weiterhin Gutes tun, und die, die schlecht sind, werden weiterhin Schlechtes tun. Nur die Frage ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte, es aus der Sicht Gottes zu verstehen, was gut und böse ist, nicht wahr? Und das war übrigens ein Trick Satans, den wir nachher noch kurz anschauen werden. Lasst uns noch in Matthäus verweilen und in Kapitel 15 umblättern, um nochmal ein Beispiel uns anzuschauen, das auch sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. In Matthäus Kapitel 15, Vers 18 und 19. Dort steht, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus den Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Ja, wie kommt das denn in das Herz des Menschen hinein? Einfach so? Nein, der Mensch muss es vorhin gesehen und gehört haben. Und umso mehr sich das Interesse dieser Person auf sowas gezielt ausrichtet, umso mehr hat er Gefallen an diesen Dingen. Und der Mensch entehrt sich vor Gott. Und das sieht man auch in Römer 1, das ganze Kapitel spricht davon. Wir könnten es eigentlich auch kurz aufschlagen. In Römer Kapitel 1, schaut mal, in den Versen 24 und 25. Römer 1, Kapitel 24 und 25. Das ist nämlich dann die Konsequenz. Wenn ich darin bleibe, heißt es, darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Das ist natürlich die Konsequenz. Und das ist ja genau das, was manchmal für uns so schwierig erscheint, mit Menschen zu sprechen, die ja in ihrem eigenen Lebenstrott nicht glauben wollen, dass es noch etwas Gutes gibt. Ich habe es persönlich erleben dürfen, wo Menschen einfach nur durch diesen negativen Einfluss, den sie jeden Tag zu hören bekommen, nicht mehr daran glauben, dass es was Gutes gibt. Also, was bleibt ihnen unter Strich noch übrig? So zu sein, wie sie sind. Und das ist der Trugschluss, den Satan den Menschen in ihre Gedanken gegeben hat. Gott hat uns eine Waffenrüstung gegeben. Und das ist eigentlich genau diese Waffenrüstung, wo die Wächter am Eingang von unseren Toren auch ausgebildet werden, damit sie standhalten können bei Angriffen. Ihr kennt die Waffenrüstungen in Epheser Kapitel 6, nicht wahr? In den Versen 10 bis 13. Schauen wir sie uns nochmal kurz an. In Epheser Kapitel 6, in den Versen 10 bis 13. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze, ganz wichtig, nicht nur das eine Element der Waffenrüstung, die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb, also weil wir gegen Mächte kämpfen, die wir als Mensch überhaupt nichts anzubieten haben, sagt Gott, genau deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift
den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Da, wo unsere Gedanken sind, und umso reiner wir unsere Gedanken halten, desto mehr können wir auch sammeln. Wusstet ihr das? Ich wiederhole nochmal den Gedanken. Umso mehr wir unsere Gedanken, unsere Ausrichtung der Sinne gereinigt halten durch die Waffenrüstung Gottes, sind wir in der Lage, Schätze zu sammeln. Schaut mal, in Matthäus Kapitel 6 wird das ganz deutlich. In Matthäus Kapitel 6, und das ist eigentlich das Wunderbare daran, in Matthäus Kapitel 6 ab Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo soll unser Schatz sein? Im Himmel. Das heißt, da wo unser Schatz ist, da sind auch unsere Gedanken. Sprich, wenn wir jetzt lernen, unsere Gedanken gen himmelwärts ausgerichtet zu haben, sind wir in der Lage, Schätze zu sammeln. Wisst ihr, was die Schätze sind? Die erlösten Seelen, die wir für Christus gewinnen konnten. Das sind die Schätze. Es gibt keinen größeren Schatz im Himmel als erlöste Menschen. Das ist unser Schatz. Es gibt keinen besseren, es gibt keinen Wert im Himmel, was kostbarer ist als das, was Gott geschaffen hat. Und das sind die Menschen, die verloren gegangen sind, gerade insbesondere. Aber es zeigt einfach, wie sehr wir mit Gott kooperieren müssen, dass wir ein Botschafter an Christi Stadt sind, nicht wahr? Und dann heißt es nämlich auch weiter: Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also wenn wir genau sehen, dass das Auge nach dem, was wir uns ausrichten, womit wir uns beschäftigen, nicht das Licht ist, nicht Christus ist, dann kann es auch in unserem Inneren nicht Licht sein. Oder? Und das ist eben genau der Umkehrschluss. Solange wir das tun und Christus anschauen, der das Licht der Welt ist, dann können wir auch die Schätze für ihn im Himmel sammeln. Und da sollten unsere Gedanken sein. Denn ich habe mich oftmals gefragt, wie wird es denn im Himmel sein? Werde ich es denn dort aushalten können? Versteht ihr? Die ganze Liebe, die dort herrschen wird, dieser Einklang. Jeder hat den Charakter Christi in sich. Das ist eine Harmonie, die wir uns hier nicht vorstellen können. Aber bin ich jetzt schon bereit, vorbereitet zu sein für dieses Ereignis, für dieses Leben im Himmel und auf der neuen Erde? Ellen White schreibt auch in Intellekt, Charakter und Persönlichkeit in Band 1, Kapitel 35, da wird vom Heiligen Geist gesagt, dass wir zum einen durch das geprägt werden, was wir mit dem Auge sehen und mit den Ohren hören. Zum anderen bezieht sich das Anschauen auf das, worauf wir unser geistiges Auge richten, womit wir uns gedanklich beschäftigen. Deswegen heißt es auch in 2. Korinther 3, Vers 18, in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Alles, was wir betrachten, womit wir uns beschäftigen, wird uns langsam aber sicherlich innerlich verändern, entweder zum Guten hin oder zum Bösen, ob uns dies bewusst ist oder nicht.
Aber wir, die wir hier sitzen, die hier zuschauen, wir haben einen Vorteil gegenüber all die anderen Menschen auf der Welt. Wir haben das Wort. Wir haben die Verheißung. Wir haben die Wahrheit vor Augen, das uns verändert. Und das uns letzten Endes zu Repräsentanten macht für Christus und der neuen Erde. Und wir haben heute schon in der Betrachtung ja diesen Vers gelesen in Jesaja 33. Lasst uns den nochmal aufschlagen. In Jesaja 33, wir hatten es ja kurz angesprochen gehabt, aber es ist immer gut nochmal zu lesen. Das ist sehr wichtig, auch im Kontext zu verstehen. In Jesaja 33, in den Versen 15 bis 17, dort heißt es: Wer in Gerechtigkeit wandelt und darauf und aufrichtig redet, wer es verschmäht, durch Bedrückung Gewinn zu machen, wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen, wer seine Ohren verstopft, um nicht vom Blutvergießen zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen, der wird auf Höhen wohnen. Felsenfesten sind seine Burg, sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Nun, in der Zeit, als ich noch als Dozent in der Medienakademie tätig war, war es immer sehr interessant zu sehen, ich durfte immer die Erstsemester begrüßen, war es immer sehr interessant zu sehen, wie sich die Generation verändert hatte, gewandelt hat. Also wirklich, von Jahr zu Jahr sind dann die Abiturientenabgänger bei mir im Hörsaal gesessen und ich musste mich sehr oft wundern, wie extrem sich die Jugendlichen in ihrem Denken, in ihrem Verhalten verändert haben. Enorm. Wirklich enorm. Das nimmt so rapide zu, dass man normalerweise denkt, es braucht erstmal 4, 5 Jahre, bis dann praktisch die nächste kleinere Generation der Kinder und Jugendlichen dann in eine neue Dimension des Verhaltens übertritt. Nein, das ging von Jahr zu Jahr. Und ich stehe immer oftmals gern bei den Gruppen zusammen oder in der Nähe und höre immer dann zu, worüber so gesprochen wird, nicht wahr? Und es ist schon interessant zu hören, worauf sich junge Menschen sich Gedanken machen, worüber sie sich Gedanken machen, was sie beschäftigt. Und ich merke immer mehr, dass es allein schon aus moralischer Sicht es nichts mehr gibt, was die Jugendlichen noch für unantastbar hält. Es ist alles frei. Man kann darüber reden, wie man will. Man kann so obszön reden, wie man möchte. Es betrifft keinen mehr, sich irgendwie angestoßen zu fühlen. Oder dass man Respekt hat gegenüber anderen, überhaupt seine Wortwahl zu wählen, um andere nicht zu verletzen. Das gibt es nicht mehr. Glauben wir denn, dass wir als Gemeinde davor bewahrt sind, wenn wir durch Einfluss der Welt und des Weltlichen die listigen Kunstgriffe Satans erkennen und standhaft bleiben können? In unserem alltäglichen Leben? Nicht nur, was in uns hineinkommt, sondern auch das, was wir in die Gemeinde mit hineinbringen. Von der Woche. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht wärt. Nun, in 1. Korinther wird ja gesagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, nicht wahr? Nun, die Beziehung vom Alt- und Neutestamentlichen in Bezug auf den Tempel können wir ja in 2. Mose 25 lesen. Aber noch interessanter finde ich, und da vielleicht noch eine kleine Exkursion. Bevor Gott in 2. Mose 25 die Blaupause Mose übergeben hatte, hat Gott zuerst seinem Volk buchstäblich erleben lassen, was es heißt, durch das Heiligtum zu gehen. Geht mal mit mir durch das Heiligtum und kommt mit mir mit nach Ägypten beim Auszug aus Ägypten. Bevor das Volk ausziehen musste, was mussten sie tun? Mikrofon. Sie mussten ein Lamm nehmen und es schlachten. Schlachten, ja. Und das Blut an die Türpfosten streichen. Richtig. Welche Abteilung wäre das jetzt im Heiligtum? Der Brandopferaltar, nicht wahr? Gut. Dann sind sie aus Ägypten hinausgezogen und sind an das Rote Meer gekommen. Der Hebräer schreibt, dass das, ja bitte. Ja. Genau, das geht jetzt in Richtung Taufe. Mhm. Das wäre das
Das Becken. Das Waschbecken, nicht wahr? Genau. Gut, wunderbar. Dann gehen wir jetzt in die nächste Abteilung, wo wir zur Rechten den Schaubrottisch finden. Könnt ihr euch daran erinnern, was passiert ist mit dem Volk, was vom Himmel regnete? Das Manna. Gut. Als dann die Feinde Israels kamen, wohin musste Mose gehen? Auf einen Berg. Und was musste er dort tun? Beten. Und wenn die Arme oben waren, dann waren sie in der Überzahl. Und als dann die Arme schwerer wurden, mussten sie ja noch gestützt werden, ja, waren die anderen stärker. Gebet. Und dann kam der Schwiegervater von Mose, der Jethro, und Mose gab Zeugnis, was Gott an ihnen getan hat. Und als dieser Prozess zu Ende war, wartete Gott schon auf dem Berg und gab ihnen die 10 Gebote. Und wisst ihr, womit er angefangen hat? Er hat nicht gesagt, schön, dass ihr es endlich geschafft habt, hier zu sein. Nein, wir haben doch gelesen, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Das Erste, was Gott sprach, war die 10 Gebote zu seinem Volk. Er hat nicht mit einer Einleitung angefangen, er sprach von seinem Charakter. Er sprach von seinen Geboten. Er sprach von seiner Liebe. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieses Kreuz auf sich zu nehmen, und wenn man jetzt mal das Heiligtum mal von der Vogelperspektive sieht, dann sieht es ja aus wie ein Kreuz. Frage. Bin ich, bist du schon mal buchstäblich durch das Heiligtum gegangen? In Erfahrung mit dem Herrn? Dass alle Sinne geweiht sind, apropos Sinne. Lasst uns mal mit unseren Sinnen durch das Heiligtum gehen. Einverstanden? Okay. Das erste, was wir schon kennengelernt haben, war der Brandopferaltar. Welche Sinne wurden hier angeregt? Der Geruch, nicht wahr? Dann kommt man zum Waschbecken. Fühlen. Dann kommen wir zum Schaubrottisch. Dann kommen wir zum Schaubrottisch war Schmecken. Der Mund. Dann kommen wir zum Räucheraltar, Gebet wurden gehört und das Zeugnis wurde gesehen. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube sogar, also ich persönlich, wenn ich die Bibel so studiere und wenn wir uns als den Tempel des in uns wohnenden Heiligen Geistes sind und alles, was wir im Heiligtum verstanden haben, wie Gott es buchstäblich gemeint hat, symbolisch, wie auch immer, es immer einen Zusammenhang hat. Es ist eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Indem er vorausging und er alles für uns getan hat, damit wir dasselbe tun können, oder? Können wir dann auch unsere Sinne heiligen und weihen? Garantiert. Aber an wen liegt das? Nur an uns selbst. Ob wir es wollen oder nicht. Hat Satan noch irgendwo eine Begierde in uns pflanzen lassen? Dann lasst es uns mit der Hilfe des Heiligen Geistes herausziehen. Samt der Wurzel. Was hindert uns daran? Auch ist interessant zu sehen, dass der Aufbau des Tempels auch so war, dass zwischen den Abteilungen 5 Säulen die Vorhänge hielten. Nur mal so am Rande. Schaut euch mal diesen Gedanken nochmal genauer an in 1. Thessalonicher Kapitel 4 in den Versen 1 bis 8. In 1. Thessalonicher Kapitel 4 in den Versen 1 bis 8. Dort geht es um den heiligen Wandel, um den christlichen Wandel. In 1. Thessalonicher 4, die Verse 1 bis 8. Weiter, dort, liebe Brüder, soll ich? Ja, gerne, danke. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet.
Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus Christus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Danke vielmals. Das ist übrigens auch die Gefahr, wenn Menschen anfangen, das Wirken des Heiligen Geistes immer wieder zurückzudrängen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist zu begehen. Denn dann ist gar keine Möglichkeit mehr da, damit der Mensch innerlich verändert werden kann durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn man es immer wieder abweist und immer wieder abweist. Satan hat genug Zeit gehabt, um die Menschen zu studieren. Um genau zu wissen, wie er Begierden herausmodifizieren kann, um sie in die Gedanken des Menschen zu setzen. Und interessant ist dann nämlich auch zu sehen, wie es sich am Ende der Weltzeit offenbart. Und vor allem gerade in dem Buch Offenbarung ist es sehr deutlich, nämlich in Offenbarung Kapitel 18, Vers 23. Dort wird ja über das System Babylon gesprochen. Und dieses System hat Kaufleute. Und dort heißt es in Vers 23, in Kapitel 18, und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Kurze Pause. Was ist das Licht des Leuchters, was nicht mehr gesehen wird in diesem System? Das ist das Zeugnis, nicht wahr? Das Zeugnis von Jesus an die Menschen. Und die Stimme der Braut, was ist die Braut in der Bibel? Die Gemeinde. Die Botschaft, die Gemeinde bekommen hat, hinauszugehen, zu verkündigen, wird nicht mehr gehört werden. Das heißt, es gibt dann irgendwann einen Zeitpunkt, hier ist vorbei. Jetzt geht es weiter. Dort heißt es, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Jetzt, was bedeutet Zauberei im Griechischen? In der Strings Konkordanz heißt es Pharmakia, der Begriff. Also in mehreren Bereichen sogar aufgelistet, nicht nur buchstäblich Zauberei, Hexerei, sondern narkotisieren. Die Gedanken zu narkotisieren im Griechischen. Das heißt, Satan hat Handlanger, die darauf ausgelegt sind, die Menschen gedanklich von Gott wegzubringen, zu narkotisieren. Damit sie nicht mehr in der Lage sind, die Botschaft zu hören und unterscheiden zu können zwischen, jetzt kommt's. Was meint ihr? Was sollen die Menschen unterscheiden können? Gut und Böse oder Wahrheit und Irrtum? Eine kleine Fangfrage. Nein. Schaut mal selbst. Kommt mal mit mir mit. In 1. Mose. Und das ist, glaube ich, so genau dieser kleine Trugschluss, den Satan uns immer und immer und immer wieder in die Gedanken ruft. Schaut. In 1. Mose, Kapitel 3. Ab Vers 1, ihr wisst, worum es geht. Satan benutzt die Schlange. Und dort heißt es, dass die Schlange listiger war als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, soll Gott wirklich gesagt haben, also Zweifel erstmal sehen, natürlich, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Und dann sprach die Frau. Und dann heißt es in Vers 4, und jetzt passt bitte ganz, ganz genau auf. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß. An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was? Bitte versucht genau diesen Text mal mitzugehen. Satan sagt Adam und Eva, die nichts kannten von Sünde oder von Lüge oder sonst irgendwas, sagt, wenn ihr eure Augen, eure Perspektive einfach nur ein bisschen verschiebt, ändert, nicht mehr dahin schaut, wo ihr hinschauen solltet, sondern einfach mal woanders hinschaut, dann schaut ihr sozusagen über den Tellerrand.
Und in dem Moment seid ihr in der Lage, wie Gott zu sein, um unterscheiden zu können, was jetzt gut und böse ist. Wussten die, was böse ist? Nein. Woher denn auch? Sie hatten kein Gegenüber, um das vergleichen zu können. Sie wussten von Gott, was passieren würde. Dass sie waren darauf gewarnt, dass jemand kommt, um sie zu verführen. Ich weiß, schreibt auch einen weit. Aber was konnten sie unterscheiden zwischen gut und böse? Ist das nicht ein Anreiz für uns, selbst entscheiden zu können, was für mich gut und schlecht ist? Mal im Ernst, wie weit gehe ich mit meinen Gedanken, um für mich entscheiden zu können, was für mich gut und schlecht ist? Ist doch sehr naheliegend, oder? Für mich wunderbar. Ich gehe mal gedanklich meine Emotionen durch, meine Begierden durch. Jetzt unterteile ich zwischen was gut ist und was schlecht ist für mich, oder? Geht doch wunderbar. Aber ist es das, was Gott möchte? Schaut mal. In 1. Johannes, Kapitel 4, wird uns nämlich genau deutlich, welche Konsequenz das hat. In 1. Johannes Kapitel 4, lasst uns ab Vers 4 lesen. Entschuldigt, lasst uns ab Vers 2 lesen. Nein, lasst uns ab Vers 1 lesen, kommt. Ab Vers 1, noch besser. Dann sehen wir auch den Zusammenhang in 2. Korinther. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft. Und da haben wir wieder den Aufruf, zu prüfen. Frage, wie oft prüfen wir uns? Unsere Gedanken, unsere Sinne, unsere Emotionen, unser alles. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen. Okay? So, jetzt geht weiter. Von dem ihr schon gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Jetzt schaut. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und der Geist des Irrtums. Ihr Lieben, zu prüfen gilt nicht zu wissen, was ist jetzt gut und was ist schlecht. Nein, ist es wahrhaftig? Und wir wissen, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Oder ich selbst bin der Herr und entscheide, was gut und schlecht ist. Das heißt, ich mache mich selbst zum Gott. Und das ist das, was Satan wunderbar geschafft hat. Deswegen denken auch die Menschen so, wie sie heute denken. Sie selbst sind ihr Götze. Sie selbst sind ihr Gott. Und unterscheiden nicht, was Wahrheit und Irrtum ist, sondern sie entscheiden nach dem, was gut und was schlecht ist für sie. Ist ja nicht verkehrt, säkular gesehen. Aber für uns, die wir nach dem Reich Christi trachten, muss klar sein, zwischen was wir zu unterscheiden haben, in was wir zu prüfen haben. In 1. Johannes heißt es doch auch, schaut mal, wenn wir schon dabei sind, im zweiten Kapitel, in 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 15 bis 17, wer sie gerne lesen möchte. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, nämlich des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibet in Ewigkeit. Wer bleibt in Ewigkeit? Der den Willen Gottes tut. Ist der Wille Gottes wahrhaftig oder gut? Er ist wahrhaftig. Und weil er wahrhaftig ist, ist es immer gut. Erinnert euch noch, als einer der Jünger zu Jesus kam und sagte, Herr, was soll ich Gutes tun? Was hat dann Jesus gesagt? Was nennst du mich? Gut. Es ist nur einer, der gut ist. Der Vater in dem Himmel. Und wenn ihr mal studiert für euch zu Hause, wie in 1. Mose dann der Prozess weiterging zwischen Eva und der Schlange, werdet ihr genau diese drei Aspekte
wiedererkennen. Fleischeslust, Augenlust, Hochmut. Heißt, wenn man jetzt nochmal genau die Strategie Satans genau beobachten, er sieht den Zweifel, er versucht uns eine andere Perspektive zu zeigen, dass wir jetzt nicht mehr gemäß der Wahrheit richten sollen, sondern nach dem, was gut und schlecht ist. Und danach können wir jetzt unser Leben ausrichten, nämlich anhand unseres Fleischlichen, ja, Fleischeslust, Augenlust und Hochmut. Und Jesus Christus wurde selber in der Wüste mit diesen drei Angriffen angefochten. Augenlust, Fleischeslust, Hochmut. Nur er hat es überwunden, indem er sagte, es steht geschrieben, denn das Wort ist die Wahrheit. Es ist nicht gut oder böse oder schlecht, es ist die Wahrheit. Heißt, wenn ich mich prüfen möchte mit meinen Sinnen, mit meinen Gedanken, ist das mein Gegenüber. Und wenn ich sehe, dass ich darin fehle, na, dann kann ich doch froh sein, dass ich meinen Herrn habe, der mir alles geben wird, um genau das überwinden zu können, damit ich es einhalten kann, nicht wahr? Gott führt zur Wahrheit. Gott führt uns dahin, dass wir unterscheiden können zwischen Wahrheit und Irrtum. Satan führt uns dahin, dass wir unterscheiden sollen zwischen was gut und was schlecht ist. Das heißt, wir sollen uns selbst zum Richter zwischen guten und schlechten Dingen herlegen. Aber wir wissen, und das können wir nämlich auch noch lesen, im Prediger 12. Und danach sollten wir dann auch uns ausrichten. Dort heißt es, lasst uns die Summe aller Lehren hören, fürchtet Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Und jetzt schaut. Denn Gott wirkt jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Also wem obliegt es, unterscheiden zu können, was gut und böse ist? Gott, weil er ist der Richter. Und nur Gott kann aus der Sicht seines Wortes tatsächlich unterscheiden, was gut und böse ist. Und jetzt schaut mal mit mir in Hebräer Kapitel 5. Und umso mehr wir uns darin prüfen, anhand des Wortes Gottes, wird auch dieser Vers für uns wichtiger. In Hebräer Kapitel 5, Vers 14, dort ging es nämlich darum, dass die Geschwister eigentlich in der Lage sein sollten, feste Nahrung zu sich zu nehmen, aber durch ihre Nachlässigkeit immer noch Milch getrunken haben, die geistliche Speise, also Milch und feste Speise. Und dann heißt es, Vers 14, die feste Speise aber ist für die Gereiften, heißt dann aber auch für die Erwachsenen, die in dem Vollkommenheitsprozess sind, deren Sinne, Achtung, durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Wonach sind unsere Sinne geschult worden? Durch die feste Speise. Nicht wahr? Also wenn ich jetzt etwas unterscheiden möchte, was gut und schlecht ist, was sollte meine Grundprämisse sein? Einfach aus meinem Sinneswandel heraus und Sinnesachterbahn oder es steht geschrieben. Hätte sich Eva damals genau an das gehalten, was Gott gesagt hatte, Wort für Wort, dann hätten wir heute noch das Paradies hier. Aber in uns menschelt es genauso. Wir sollten nicht meinen, dass wir besser sind als Eva, nur weil wir mehr Kenntnis haben. Nein, der Teufel hat ja umso mehr Zeit gehabt, die Menschen zu erforschen, um noch tiefer hineinzustudieren, wie er uns von Gott wegführen kann. Nicht wahr? Wie viel mehr sollten wir uns anstrengen, erst recht das Wort zu kennen, in uns zu haben. Und jetzt schaut, und das ist eigentlich eine sehr traurige, sehr, sehr traurige Nachricht. In 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Wer möchte sie gerne lesen? Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam,
undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Ihr Lieben, von wem spricht es her? Von Christen, nicht wahr? Die glauben, sie hätten den äußeren, die selbst nur den äußeren Schein haben von Gottes Furcht, aber die Kraft des Wortes komplett verleugnen. Das ist das, was wir in Römer gelesen haben, Römer 1. Sie verleugnen, sie sagen zwar, es gibt einen Gott, aber sie berufen sich nicht auf die Möglichkeit, sich von Gott verändern zu lassen, damit sie eben solche Art der Charaktere nicht mehr haben. Und Gott sagt, von solchen wende dich ab. Warum? Weil der Einfluss deines Nächsten dich mitziehen kann. Natürlich sollen wir uns auch unser Bruders Hüter sein, keine Frage. Und wir sollen auch, nachdem auch Gott unsere Blutschuld, ja, wenn wir unseren Bruder nicht wirklich alles gesagt haben und alles versucht haben, damit er seine Gedanken ändert, seine Entscheidungen ändert, wenn wir das nicht getan haben, dann ist der Zeitpunkt da, wo wir sagen müssen, wende dich ab. Denn auch für mich die Gefahr besteht, allein aus Sympathie oder Nächstenliebe mich mitreißen zu lassen. Die Gefahr besteht. Und wenn Satan schon einen in der Tasche hat, dann wird er ja wohl nicht bei dem sagen, okay, das reicht mir. Er will alle. Genauso wie Gott alle möchte. Gott möchte nicht, dass irgendein Mensch verloren geht, sondern jede Seele gerettet wird. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht werdet. Deswegen heißt es ja auch später in Vers 14 im selben Buch, 2. Timotheus Kapitel 3, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dir Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur, was? Belehrung, Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Sind wir bereit, uns von Gott züchtigen zu lassen? Auch manchmal in Situationen, wo wir sagen, da möchte ich lieber noch selber entscheiden, was für mich gut und schlecht ist. Sind wir auch bereit, dieses Opfer zu bringen, ganz auf den Altar zu legen und sagen, Herr, nimm du es für mich an. Paulus sagt in 1. Thessalonicher, dass unsere Predigt nicht dem Irrtum entspricht, noch unreinen Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern gleich wir von Gott geprüft und mit dem Evangelium betraut worden sind, so reden wir nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wie oft prüfen wir? Das war 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 und 4. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 und 4. Gott prüft unsere Herzen. Mene, mene, tekel, upasin. Gewogen. Die Frage ist jetzt, wirklich zu leicht empfunden oder ist genug Gewicht, ist genug Christus in mir, dass ich schwer genug bin für dieses Gewicht. Wie echt mögen wir in dieser Welt erscheinen durch unseren Auftrag der dreifachen Engelsbotschaft, wenn wir selber in Babylon verweilen und eher als ein Bürger Babylons erachtet werden, als ein Botschafter in Christi Stadt. Nachdem wie wir sind, was wir tun, was wir sagen. Gott ruft uns auf, unsere Herzen zu prüfen. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, damit die Eingänge in unsere Gedanken, in unsere Herzen bewacht werden können durch den Heiligen Geist. Er klopft an unsere Tür, an die Tore unserer Sinne und sagt, wie in Offenbarung Kapitel 3, Vers 21, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf einem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Lasst uns unsere Herzen prüfen, ob Christus in uns ist.
Lasst uns bewusster durch den Alltag gehen, um zu wissen, wo ich die Kraft Gottes am nötigsten habe, gerade dann, wenn ich glaube, zu wissen, ich habe alles im Griff. Wir müssen unsere Schwachheiten erkennen, gerade wenn es um unsere Sinne geht. Denn Satan, das ist eigentlich, ich würde schon fast sagen, eines seiner letzten Aufgebote, die Satan noch gerade bei den Gläubigen in alle Richtungen bewegt, damit unsere Sinne vereinnahmt werden. Durch seine listigen Kunstgriffe. Wenn wir da nicht gefeit sind, werden wir bei anderen größeren Prüfungen Schwierigkeiten haben. Daher zum Abschluss ein wunderschöner Vers in Römer 12. In Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Dort heißt es, über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, Entschuldigung, ich bin in 1. Korinther, ich wollte in Römer, Entschuldigung, Römer Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen, Sinne, verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, Denken, Gedanken, Entscheidungen, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es ist auch dein Wunsch. Bist du bereit, mit Gott Hand in Hand sich erneuern zu lassen, in unseren Sinnen? Gerade in der allerletzten Zeit, wo die Anstrengungen Satans am heftigsten werden. Dass wir bereit sind, es uns zur Aufgabe machen, uns zu trainieren, zu prüfen, ob das der Wille Gottes ist, wahrheitsgemäß. Lasst unsere Sinne dem Herrn neu weihen. Wächter aufstellen mit der Waffenrüstung Gottes, dass der Heilige Geist unseren Herzen regieren kann. Ist es auch dein Wunsch? Amen. Amen.